Aber man muss ganz klar sagen, Pflegebedürftigkeit ist leider auch ein Armutsrisiko. Wie finanzieren Sie heute den Aufenthalt im Heim von Ihrem Vater? Also das Haus hat nicht besonders viel abgeworfen. Und von diesen knapp 240.000 Euro ist heute nicht mal mehr ein Drittel da, weil es in die Pflege geht, also jetzt nach 4,5 Jahren, in die Betreuung. Rechnen Sie manchmal da im Kopf durch, wie lange das noch reicht? Ja, ich rechne ihm das sogar vor. Und mein Vater würde so gerne 100 werden. Und ich habe gesagt, 3, 4 gute Jahre haben wir noch. Und dann weiß ich es nicht. Herr Lauterbach, der Vater von Frau Karrenbauer musste das Eigenheim verkaufen, um diesen Heimplatz und die Pflege zu finanzieren. Ist das gerecht? Das kann man so und so sehen. Wenn jetzt also das Haus, was ja vererbt worden wäre, nicht herangezogen würde, sondern das würde dann beispielsweise der Steuerzahler bezahlen oder es würden die anderen, also Versicherten der Pflegeversicherung bezahlen. Daher ist meine persönliche Position, dass man das Erbe auch heranziehen sollte, wenn es jetzt so ist, dass das quasi in so kurzer Zeit alles verloren geht. Karl Lauterbach findet es gerecht, dass Pflegebedürftige, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet und Steuern bezahlt haben, ihr Häuschen verkaufen müssen, um ihre Pflege zu bezahlen. Da möchte der Gesundheitsminister keine staatliche Unterstützung. Aber Milliarden staatliche Mittel, die unsinnig jedes Jahr für andere ausgegeben werden, findet er hingegen gerecht. Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklungshilfe. Alleine 2021 zahlte Deutschland 27 Milliarden Euro Entwicklungshilfe an alle Welt, davon 580 Millionen nach Indien und 473 Millionen nach China. Zwei Länder, die gerade dabei sind, uns wirtschaftlich abzuhängen. Ebenfalls 27 Milliarden Euro kosteten Zuwanderer alleine in diesem Jahr. Davon gehen 9 Milliarden für Sozialleistungen drauf. Seit 2015 haben wir so also grob gerechnet schon 250 Milliarden Euro für Zuwanderer ausgegeben. Für Fremde wird im Bundeshaushalt gern Geld locker gemacht, aber nicht für unsere eigenen Pflegebedürftigen. Da hält Lauterbach einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt für unangemessen. Im Gegenteil, die werden am Ende sogar noch aus ihren Heimen geschmissen, damit dort Zuwanderer einquartiert werden können. Wir zahlen Milliarden an die EU, damit sich die Italiener und Spanier kostenlos ein Solarpanel aufs Dach bauen können und ihr E-Auto gesponsert bekommen. Generell spielt Geld beim grünen Wahnsinn keine Rolle. Egal, was die verrückten Ideologieprojekte der Grünen kosten, alles kein Problem. Dafür wird gern jede noch so hohe Summe locker gemacht. 520 Milliarden Euro Steuergeld wurden seit 1999 als Subventionen für Wind- und Solarenergie gezahlt. Und trotzdem müssen wir heute mehr denn je für Strom bezahlen. Die Regierung gönnt sich gerne das volle Programm aus Steuergeld. Allein 1,5 Millionen gibt die Ampel für Visagisten und Fotografen aus. Ganz zu schweigen vom Kanzleramtsneubau in Höhe von 777 Millionen Euro. Aber pflegebedürftige Rentner müssen ihr Häuschen verkaufen. Das findet Herr Lauterbach gerecht. Und was haben wir schon in Länder, die Krieg spielen müssen, reingebuttert? Die 10 Jahre Krieg in Afghanistan haben uns 12 Milliarden Euro allein für Militärausgaben gekostet. Gebracht hat es nichts. Die Taliban regieren heute. Syrien hat von uns 1,7 Milliarden Euro Soforthilfe bekommen. Zusätzlich flossen zwischen 2012 und 2021 8,6 Milliarden Hilfen in die Region. Und auch die Ukraine ist ein Fass ohne Boden. Innerhalb eines Jahres haben die deutschen Steuerzahler insgesamt 14 Milliarden Euro an die Ukraine gezahlt. Und bis 2032 sind schon weitere 12 Milliarden Waffenlieferungen beschlossen. Wir haben das Geld ja locker sitzen, außer für die Bedürftigen im eigenen Land. Die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gehen fast ausschließlich für die Panzer- und Waffengeschenke an die Ukraine drauf. Unsere Bundeswehr ist trotzdem so marode wie zuvor. Da werden einfach mal so locker Panzer für 200 Millionen verschenkt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und unsere rot-grünen Kriegstreiber haben ja schon deutlich gemacht, dass die deutsche Staatskasse die Ukraine auf ewig weiterfinanzieren wird, egal wie viel es kostet. Wenn wir das alles zusammenrechnen, dann schmeißt die Regierung jedes Jahr mehrere hundert Milliarden Steuergeld für andere Länder und Unsinniges raus. Aber für die Pflegebedürftigen in Deutschland, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, ist kein Steuergeld da. Die sollen bitteschön alles, was sie sich ihr Leben lang hart erarbeitet haben, verkaufen. Denn es betrifft schließlich vor allem diejenigen, die fleißig waren, die gespart haben, damit es ihren Kindern einmal besser gehen soll. Deren Lebenswerk wird zunichte gemacht.
Die Ukrainer und Syrer, die ihre pflegebedürftige Oma nach Deutschland holen, die müssen keinen Cent dafür bezahlen. Das zahlen die Steuerzahler und Mitversicherten, ob sie es wollen oder nicht. Das findet Herr Lauterbach dann auch gerecht. Für alle Welt fließt deutsches Steuergeld in Strömen. Da werden innerhalb von Stunden freigebig Millionenhilfen zugesagt. Aber bei den Menschen, die unverschuldet krank und hilfsbedürftig wurden, da stellt sich der Gesundheitsminister hin und sagt, er finde es nur gerecht, dass diese Menschen alles verlieren. Das ist einfach nur zynisch und verachtend gegenüber jenen Menschen, die diesen Staat am Laufen halten und dafür sorgen, dass die Regierung überhaupt so viele Milliarden mit vollen Händen ausgeben kann. Wenn wir deutsches Steuergeld zuallererst für die Belange derjenigen ausgeben, die es eingezahlt haben, dann ist genug da, um den staatlichen Zuschuss zur Pflege zu erhöhen. Lauterbach hingegen will die eh schon mit den weltweit höchsten Steuer- und Abgabenlast belegten Arbeitnehmer mit noch einer zusätzlichen freiwilligen Pflege-Vollkaskoversicherung belasten. Es ist nicht die Lösung, dass die Bürger sich auch noch privat absichern müssen, während sie zugleich einen Staat finanzieren, der nur andere Länder unterstützt. Deutsches Steuergeld muss endlich wieder den Menschen hierzulande zugutekommen. Wir sind Weltmeister bei Strompreisen, Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Damit muss endlich Schluss sein. Es müssen die Menschen hier im Land entlastet werden. Und es muss den Menschen auch möglich sein, selbst wenn sie pflegebedürftig sind, dann im Alter noch ein vernünftiges Leben zu leben. Es ist höchste Zeit, dass dieser Gesundheitsminister und diese Bundesregierung gehen müssen.